Herzlich willkommen zurück hier bei einer weiteren Folge Opa Zockt der Banished. Es ist ein bisschen dunkel da draußen. So, hier unten alles soweit. Fertig, perfekt. So, du machst auch ordentlich. Du machst auch ordentlich. Du machst auch ordentlich. Und du noch nicht. Aber bald. So, die Bäume hier sind dran. 96% voll. Produktion 106. 96.000. Wir haben aber über 1000 Citizens. Über 1000 Leute. Saugeil. Das heißt, sie verbrauchen jetzt ungefähr 103.000 Nahrung. Wir machen 106.000 Nahrung. Wir kommen so langsam wieder an die Grenzen. Wir haben noch 8 Obdachlose. Trotz, dass das Obdachlosenheim hier wirklich voll ausgelastet ist. Gut, hier unten wird noch gebaut, unseren riesengroßen Neubaugebiet. Deswegen haben wir auch im Moment gerade 174 Bauaufträge. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass wir keine Steine und kein Eisen, also kein Stein und kein Holz haben. Die prügeln hier zwar Steine raus bis zum geht nicht mehr, aber kommen wir nicht hinterher. Und die haben ja auch kein Holz. Okay, selektives Roden. Wir brauchen Holz. Alle Leute, die Zeit haben, runter hier Holz machen. Gut, Platz hier unten haben wir ja. Das ist nur noch. Warte mal, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 noch. Und dann würde ich hier so wieder an links hinkommen. Heißt hier, ja, das passt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und dann wäre hier als nächstes wieder ein Zentralmarkt an der Reihe. Sehr gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das passt mir wirklich sehr gut in den Kram, dass hier noch ein Markt reinkommt. Dann könnte man nämlich auch hier die ganze Schlachtung hinsetzen. Hier zum Beispiel oder hier oder hier. Was wird denn hier noch gebaut? Eine Oil Press.
Smokehouse, Oil Press, Oil Press, Oil Press, Oil Press, Smokehouse, 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 Preterist. So, wie sieht das hier aus? Korn schießen. Nein, hast du irgendwas dabei? Nein, und Dankeschön auch, dass du da warst. Den ist allen kalt, wir haben kein. Warte mal. Achtundachthundertfünfzig. Wie viel lagerst du hier ein? Achttausend maximal. Mehr bekommst du hierfür nicht. Und sehr frieren die Leute hier sonst. Wo ist der Dings nochmal? Da ist er. Fuel. Geht überhaupt nicht. So, man sieht aber, wir kommen jetzt so langsam an die Grenze ran. Haben aber noch eine Reserve von über 50.000. So, ihr machtet 3,8. 5. Macht 5. Wir haben jetzt hier schon zweimal Seed Oil aus Kern, Lamp Oil, Seed Oil aus Kernels. Ja, es ist natürlich die Frage. Kernels haben wir, glaube ich, nicht, ne? Vegetable Oil aus Oliven, würde ich mal sagen. Oder? Ja, nimmt Oliven. Schule voll. Du Schule voll. Ach, die hätte ich noch einmal ausbauen müssen, oder? 80, 160. Ja, hätte ich machen müssen. Die gehen gleich das Labor arbeiten. Ja, ärgerlich. Das gleiche Spielchen ist hier auch. Egal, haben wir wenigstens ein paar Labor. So, Vegetable Oil, Veg Oil. Die Frage ist jetzt auch, warte mal, was machen die denn jetzt hier alle? Achso, die rüsten sich mit Tools aus. So, hier drüben die Dings. Wie sieht's aus?
wird schwierig. Ach so, und ihr verarbeitet das hier unten schon alles, ne? Matten, Tellos, Sausages und so weiter und so fort. Hier auch Matten. Matten, Cuts, Tello. Ihr macht Beef. Beef, Cuts. Tello. Warte mal, ihr macht doch die Kerzenzieherei. Wo sind die Kerzenzieher? Hier, ne? Beeswax, 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 Beeswax. Beeswax, Beeswax. Tello. Tello. Gibt nicht genug Tello, so wie das aussieht, für unsere beiden Inventory. Mulberries, Bees. Eieieiei, warum haben wir denn so viel Beeswax? Refined Sugar. Cream, Tello. Tello, 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 Tello. Ich sehe kein Tello. Haben wir anscheinend nicht. Gut. Wächst doch nicht. Oh, Sugarcane, 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 Sugarcane. Ihr seid Oil Press. Okay. Wir brauchen Barrels. Das steht schon mal fest. Und dann Beef Cuts und Venison Cuts. Das machen die Schlachter. Und wir brauchen Salz. Wie kriegen wir denn Salz? Statue Craver, Melting, Gold und Silber. Glassworks, Kerzenzieher, Gemcuts, Brickworks, Potter, Joiner, Blacksmith, ne. Weber, Ropery, Bedding Maker, Tannery. Nein. Shawhorse, die Clay, Brickworks, nein. Silkworm hat. Awesome Minerals, Foresters and Lodging. Nein. Dekoration. Sugar House, Salting House, Smoke House, Hunting Blind, bekommen wir Salz. Das ist Achievements, Mods, Map, nein. War das F1? Nee. Das ist natürlich jetzt doof.
Eigenschaft, da wollen wir hin. Salt, Salt, Salt. Salt. Saltworks. Saltworks Bäume. Salting Hall. Salt, Saltworks. Heißt das Ding. Nur wo ist der? Curing Barn, Distillery, Winery, Brauerei, Small Tavern, Innen Garden. Cooper, Shipyard, Joiner, Potter, Brickworks, Kerzen, Glassworks, Building Supply. Das müsste ja nicht hiermit sein. Shorehouse? Nein, wir brauchen eine Saltworks. Saltworks! For manufacturing salt from seawater using a wind pump and a large boiling pan. Das Gebäude ist groß. Pause, nein, abreißen. Wo habe ich jetzt gefunden? Da. Ach, da kriegen wir nur einen einzigen hin. Das ist doch doof. Brauchen wir von ein paar mehr. Na gut, da kommt jetzt hier erstmal nur einer hin. Mal gucken, was er rauskriegt. So, Salting House. Oil Press, Vegetable Oil, Oil Press, Vegetable Oil, Oil Press, Vegetable Oil. So, dann könnt ihr da arbeiten. Ihr macht Sugarcane, also Sugar, Refined Sugar aus Sugarcane. So, ihr seid der Preserist. Plus Sugar. Ja, das heißt, wir bräuchten Glasware, die haben wir. Und wir bräuchten Barrel. Barrel, Barrel, Barrel. Machen wir Barrel. Great Lock. Ah, im Cooper macht man auch Barrels. Stellen wir um auf Barrels, zumindest zwei von dreien, weil ich denke mal, Crates werden wir genug haben, oder? Ja, haben wir. Glasware. Glas haben wir. Wir haben nicht genug Glasware. 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 Woran scheitert es denn an Glasware?
machst Glas. Du machst Glasware. Scheitert, so wie es aussieht, am Sand. Sand, Sand, Sand. Mehl. Eier, Crate, Walnut, Sugar, Cookies. Glas. Vegetable Oil. Nein, 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 nein. Clay haben wir auch nicht. Gerade mal 70. Gut, kümmern wir uns in der nächsten Folge um. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich freue mich auf und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.